Das hier ist mein Grundstück mitten in der Wildnis. Im nächsten Jahr werden wir hart arbeiten, um hier den perfekten Bauernhof zu errichten. Heute legen wir die ersten Felder an und beginnen mit dem Bau der Produktionsanlagen. All das tun wir, um bald die ersten großen Einnahmen zu erzielen. Wenn euch das interessiert, abonniert den Kanal und wir legen los. Am Morgen wachte ich in der Wildnis auf, wo ich vorhabe, meinen eigenen Bauernhof zu bauen. Als einzige Technik hatte ich einen Traktor, mit dem ich meinen Wohnwagen hergebracht habe, in dem ich auch wohne. Da wir derzeit 0 Euro auf dem Konto haben, denke ich, dass wir sofort mit der Arbeit beginnen sollten. Mein Plan ist, das erste Geld durch Holzarbeiten zu verdienen. Zum Glück hatte ich auch noch eine Motorsäge zur Verfügung. Als erstes wählte ich eine kleine Fichte, die direkt am Eingang zu meinem Wohnwagen stand. Nachdem ich den Baum gefällt hatte, nahm ich ihn in die Hand und trug ihn zur örtlichen Sägemühle. Der Weg dorthin war ziemlich lang, weshalb wir das erste Geld für den Kauf eines kleinen Anhängers verwenden sollten. Als ich die Sägemühle erreichte, verkaufte ich den Baum und verdiente meine ersten 700 Euro. Wie bereits erwähnt, beschloss ich, von diesem Geld einen kleinen Anhänger für den Transport von Holz zu mieten, damit das Schleppen der Bäume einfacher wird. Meine Wahl fiel auf diesen großartigen Anhänger, der viel Platz bietet, was das Wichtigste ist. Also mietete ich ihn und eilte zurück zum Hof, um den Traktor zu holen und den Anhänger abzuholen. Zurück auf dem Hof startete ich den Traktor und fuhr gemütlich in Richtung Laden, wo ich den Anhänger erfolgreich abholte. Jetzt konnte ich zurückfahren. Diesmal würden wir das Holz jedoch nicht auf unserem Hof schlagen, sondern etwas weiter entfernt, jenseits eines kleinen Baches. Für mich ist das ein fantastischer Ort. Also nahm ich die Motorsäge und begann mit der Arbeit. Bald fällte ich einige Bäume und teilte sie in kleinere Stücke, die gut in den Anhänger passten. Nun konnten wir in aller Ruhe die gesamte Ladung auf den Anhänger verladen. Nachdem der größte Teil verladen war, sicherte ich die Ladung mit Gurten und fuhr direkt zur Sägemühle. Dort angekommen, verkaufte ich das gesamte Holz und erhielt über 5000 Euro, was einfach fantastisch ist. Aber ich denke, das reicht noch nicht. Also fuhr ich ohne Zeit zu verlieren, um die nächste Ladung zu holen. Nach meiner Rückkehr stellte ich fest, dass nicht mehr viel Holz übrig war. Also entschied ich mich, noch ein paar Bäume zu fällen und sie ebenfalls zu verkaufen. Nachdem ich den zweiten Anhänger verkauft hatte, hatten wir über 12.000 Euro auf unserem Konto. Ich denke, das reicht erst einmal. Also ging es zurück zum Hof. Mit dem verdienten Geld beschloss ich als erstes, ein Vordach für die Maschinen zu bauen und eine Zufahrtsstraße zum Hof anzulegen. Damit wäre der Bau abgeschlossen und ich konnte mich der Planung unseres ersten Feldes widmen. Ich suchte einen geeigneten Platz aus und zeichnete die zukünftigen Konturen des Feldes ein. Wie ihr euch denken könnt, brauchten wir für die Anlage des Feldes einen Pflug. Also setzte ich mich in den Traktor und fuhr zum Laden, um einen zu kaufen. Von den vielen verfügbaren Optionen wählte ich einen Pflug der Firma John Deere, da er perfekt zu unserem Traktor passte. Nach der Miete holten wir ihn ab und fuhren zurück zu unserem Hof. Nach meiner Ankunft zeichnete ich wie üblich die Konturen des zukünftigen Feldes und begann, den Boden innerhalb dieser Grenzen zu pflügen. Die Arbeit ging ziemlich leicht von der Hand, da wir die Ausrüstung sehr gut ausgewählt hatten. Ich hoffe, dass es bis zum Ende dieser Arbeit keine Probleme geben wird. Nach etwa einer Stunde war ich erfolgreich fertig und alles lief gut. Also ließ ich den Pflug auf dem Hof stehen und fuhr zum Laden, um eine Sämaschine zu kaufen. Denn als nächstes mussten wir unser Feld einsäen. Eine der einfacheren Varianten kostete uns 6.000 Euro. Zusammen mit der Sämaschine kauften wir auch Saatgut und Dünger, da unsere Sämaschine glücklicherweise gleichzeitig düngt. Kann. Nachdem wir alles aufgefüllt hatten, machte ich mich auf den Weg zurück zu unserem Hof.
Als ich am Feld ankam, hielt ich an, um es mir genauer anzusehen. Dabei fiel mir auf, dass einige Bäume beim Wenden mit der Sämaschine im Weg stehen könnten. Deshalb beschloss ich, das Gebiet zu räumen. Ich nahm die Motorsäge, die ich dabei hatte, und begann, die Bäume nach und nach zu fällen. Nachdem ich die Bäume gefällt hatte, entfernte ich alle Äste und zog die Baumstümpfe heraus, damit sie ebenfalls nicht im Weg sind. Ich stapelte alle Bäume in kleinen Haufen neben dem Feld, damit wir sie später mit dem Anhänger abholen und verkaufen können. Insgesamt benötigte ich etwa 2 Stunden für diese Arbeit. Es war langwierig, aber meiner Meinung nach lohnte es sich. Nun wollen wir keine Zeit verlieren, also nehmen wir unseren Traktor und beginnen mit der Aussaat von Weizen. Zuerst fuhr ich an den Rändern entlang, um das Wenden zu erleichtern, und dann begann ich mit den einfachen Bahnen. Die Arbeit verlief recht gut, da wir die Ausrüstung richtig ausgewählt und das ideale Gebiet ausgesucht hatten. Es dauerte etwas mehr als 1 Stunde, um unser erstes Feld vollständig zu bestellen. Als ich mit der Aussaat fertig war, fuhr ich zurück zu meinem Hof. Als ich zurückkam, war es bereits Abend, also beschloss ich, die Arbeit für heute zu beenden und mich auszuruhen. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, war es 9 Uhr. Ich ging nach draußen und sah, dass es ein wunderschöner, sonniger Tag war. Perfekt für einen produktiven Arbeitstag. Als erstes wollte ich das Holz verkaufen, das wir gestern gefällt hatten. Also nahm ich den Traktor mit dem Anhänger und fuhr dorthin. Als ich ankam, begann ich, die Baumstämme langsam auf den Anhänger zu laden. Diese Arbeit dauerte etwa 15 Minuten. Danach sicherte ich das Holz mit Gurten und fuhr zur Sägemühle, wo ich es erfolgreich für mehr als 6.000 Euro verkaufte. Da noch viele gefällte Stämme übrig waren, kehrte ich zurück, belud einen weiteren Anhänger und fuhr wieder zur Sägemühle, um sie zu verkaufen. Am Ende hatten wir mehr als 13.000 Euro auf dem Konto. Mit diesem Geld beschloss ich, unser erstes Produktionsgebäude auf dem Hof zu bauen. Zuerst musste ich einen geeigneten Ort für das zukünftige Produktionsgelände auswählen und entscheiden, was wir bauen würden. Da es in unserer Umgebung reichlich Holz gibt, fiel die Wahl auf eine kleine Holzbearbeitungsmaschine, die uns 10.000 Euro kostete. Der Bau des Produktionsgebäudes und die Vorbereitung des Geländes dauerten nicht lange und bald war alles fertig. Um das Produktionsgebäude in Betrieb zu nehmen, mussten wir Holz dorthin bringen. Also nahm ich den Anhänger und fuhr zum Feld, wo noch gefälltes Holz lag. Schließlich lud ich den Anhänger voll und fuhr zurück zur Produktion. Nach der Ankunft entluden wir das gesamte Holz und vom ersten Anhänger erhielten wir etwas mehr als 2000 Liter Holz. Nun konnten wir wählen, was wir produzieren wollten. Letztlich entschied ich mich für Holzbalken und so starteten wir die Produktion. Während die Anlage lief, wollte ich noch einige weitere Anhänger mit Stämmen herbringen. Am Ende hatten wir über 6.500 Liter Holz und nun konnten wir uns beruhigt anderen Aufgaben widmen. Nach einer kurzen Pause befestigte ich den Anhänger wieder am Traktor und fuhr zum Feld, wo die Bäume gefällt worden waren. Dort lud ich den Anhänger voll mit Holz, sicherte die Ladung mit Gurten und fuhr zur Sägemühle. Bei meiner Ankunft löste ich vorsichtig die Gurte und entlud die Bäume. Nach dem Verkauf hatten wir fast 8.500 Euro auf dem Konto, was ziemlich gut ist. Anschließend fuhr ich zum Laden, wo ich beschloss, meinen alten Anhänger zu verkaufen, da er klein war und mir inzwischen nicht mehr nützte. In Zukunft werden wir einen etwas größeren Anhänger kaufen. Da ich mich bereits in der Nähe des Ladens befand, beschloss ich, neue Ausrüstung für das Grasmähen zu kaufen. Die Auswahl war ziemlich gut und ich entschied mich für das beste Modell, das nur 2000 Euro kostete. Nachdem ich es gekauft hatte, hängte ich es sofort an den Traktor und fuhr zurück zu meinem Hof. Nach meiner Ankunft schaute ich mich zuerst auf dem Gelände um, um den besten Ort zum Grasmähen zu finden. Neben dem Feld gab es eine ideal flache Fläche, die in Zukunft auch als Ackerland genutzt werden könnte. Also setzte ich mich in den Traktor und markierte die Grenzen,
innerhalb derer ich das Gras mähen wollte. Dann begann ich langsam mit der Arbeit und war am Ende sehr zufrieden mit unserem neuen Mäher. Für diese Arbeit benötigte ich etwa eine Stunde. Danach musste das gesamte Gras in Schwaden gesammelt werden, also ließ ich den Mäher auf dem Hof stehen und fuhr zum Laden. Dort kaufte ich einen einfachen, aber guten Schwader. Nachdem ich ihn abgeholt hatte, fuhr ich zurück zu der Stelle, an der wir das Gras gemäht hatten. Nach meiner Rückkehr begann ich sofort mit der Arbeit, um das Gras so schnell wie möglich zu sammeln. Nachdem diese Arbeit erledigt war, fuhr ich erneut zum Laden und mietete einen Ladewagen, mit dem ich zurück zur Wiese fuhr. Bei meiner Ankunft war es bereits Abend, also beschloss ich, schlafen zu gehen. Am nächsten Morgen war ich bereit, mich wieder um unser Gras zu kümmern. Bevor ich jedoch mit dem Einsammeln begann, stellte ich fest, dass ich eine Silogrube bauen wollte, in die wir das Gras abladen würden. Nachdem ich einen perfekten Platz dafür ausgewählt hatte, baute ich die Grube und schuf bequeme Zufahrtswege. Danach konnten wir endlich mit dem Einsammeln des Grases beginnen. Also nahm ich den Anhänger und fuhr zur Wiese. Einige Schwaden reichten aus, um den Anhänger komplett zu füllen. Also fuhr ich zur Silogrube und begann, das Gras gleichmäßig abzuladen. Danach kehrte ich zurück, um einen weiteren Anhänger zu füllen, den ich ebenfalls erfolgreich in die Grube entlud. Beim nächsten Mal sammelte ich den Rest des Grases ein, das wir für unsere zukünftigen Tiere aufbewahren werden. Nachdem ich den Anhänger abgekoppelt hatte, fuhr ich zur Silogrube, wo ich das Gras verdichten musste. Ich fuhr also langsam mit dem Traktor in die Grube und begann mit dem Verdichten. Nachdem ich diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen hatte, deckte ich das Gras mit einer Plane ab und der Fermentierungsprozess war offiziell gestartet. Dann beschloss ich, zu unserer Produktionsstätte zu fahren, da das gesamte Holz bereits verarbeitet worden war. Als ich die Preise überprüfte, stellte ich fest, dass ich die richtigen Materialien ausgewählt hatte, da sie am teuersten waren. Um sie zu verkaufen, brauchten wir einen Anhänger, den wir momentan nicht hatten. Also machte ich mich auf den Weg zum Laden. Dort kaufte ich von unserem letzten Geld den einfachsten Anhänger, sodass nach dem Kauf 0 Euro auf dem Konto übrig blieben. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Jetzt konnten wir den Anhänger abholen und zurück zum Hof fahren. Da der Anhänger leer war, beschloss ich, beim Laden auch noch unsere Säcke mit Verbrauchsmaterialien für die Sämaschine abzuholen, die wir bald brauchen würden. Zurück auf dem Hof lud ich einige Paletten auf den Anhänger und sicherte sie mit Gurten. Verkaufen würden wir sie an der Sägemühle, also machte ich mich dorthin auf den Weg. Der Verkauf der ersten Paletten brachte uns etwas mehr als 20.000 Euro ein. Um ehrlich zu sein, war ich begeistert von diesem hohen Betrag. Also kehrte ich zurück, um auch die restlichen Paletten zu verkaufen. Nach einer halben Stunde hatten wir bereits mehr als 60.000 Euro auf dem Konto. Da wir nun eine beträchtliche Summe Geld zur Verfügung hatten, konnte ich endlich mit dem Bau des ersten Tiergeheges beginnen. Ich entschied mich für Schafe und wählte ein passendes Gehege aus. Nachdem ich den Bauplatz festgelegt hatte, räumte ich das Gelände von Maschinen und platzierte das Gehege. Zusätzlich gab ich etwa 5.000 Euro für die Gestaltung der Umgebung aus. Nun mussten wir die Tiere kaufen. Also fuhr ich zum Laden, um einen Anhänger für den Tiertransport auszuwählen. Der Anhänger konnte 13 Schafe aufnehmen, was das Wichtigste war. Nachdem ich ihn abgeholt hatte, fuhr ich zum Viehhändler, um die Schafe zu kaufen. Nachdem ich 13 Schafe gekauft hatte, schloss ich den Anhänger und machte mich direkt auf den Weg zurück zum Hof. Nachdem ich die Schafe in das Gehege entlassen hatte, beschloss ich, noch mehr zu kaufen, da das Gehege genug Platz dafür bot. Schließlich kaufte ich noch einmal 13 Schafe und brachte sie ebenfalls auf den Hof. Jetzt sah unser Hof viel belebter aus, was mich sehr freute. Als nächstes brachte ich den Schafen Gras in die Futterkrippe, das sich bereits in unserem Ladewagen befand. Nachdem ich das Gras entladen hatte, stellte ich fest, dass unsere Tiere noch Wasser brauchten. Für den Transport brauchten wir eine Zisterne. Also fuhr ich zum Laden und kaufte einen einfachen Wassertank. Mit diesem fuhr ich dann zurück zum Gehege. Da wir keine Wasserquelle hatten, baute ich vor
vor Ort einen Wasserturm, den ich in der Nähe des Flusses platzierte. Jetzt können wir problemlos dorthin fahren und unbegrenzt Wasser abfüllen, allerdings nicht kostenlos. Anschließend füllten wir das Wasser aus der Zisterne in den Trog unserer Schafe und damit waren wir mit ihnen fertig. Als nächstes plante ich, womit wir uns beschäftigen könnten. Da neben unserem ersten Feld noch viel Platz war, entschied ich mich, ein weiteres Feld anzulegen. Also zog ich im Baumodus die Grenzen, wo die Feldränder sein würden. Auf einigen Seiten standen Bäume im Weg, die ich fällte und zur Seite legte. Da es mittlerweile Abend war, beschloss ich, die Feldarbeiten im nächsten Monat fortzusetzen. Also ging ich erst einmal schlafen. Am nächsten Morgen war ich bereit, weiterzuarbeiten. Mit dem Traktor fuhr ich wie gewohnt entlang der zuvor festgelegten Grenzen und begann dann, den Boden innerhalb dieser Grenzen zu pflügen. Diese Arbeit dauerte nicht länger als 2 Stunden und bald war das Feld bereit. Danach brachte ich den Pflug zurück und stellte ihn neben den Unterstand. Als nächstes wollte ich etwas Zeit für unser Produktionsgebäude aufwenden. Das Holz war dort schon lange aufgebraucht. Also fuhr ich zum Laden, um einen neuen Anhänger für den Holztransport zu kaufen. Er kostete uns 4.000 Euro. Nun konnten wir ihn abholen und uns auf den Weg machen, um Holz zu besorgen. Zum Glück wusste ich, wo wir es herbekommen. Die bereits geschnittenen Baumstämme lud ich vorsichtig auf den Anhänger und transportierte sie zur Produktionsstätte, wo ich sie entlud. Insgesamt brachte ich 3 Anhängerladungen Holz zur Produktion, was für den Anfang ausreichen sollte, da es etwas mehr als 9000 Liter Holz waren. Während die Produktion weiterläuft, können wir uns anderen Aufgaben widmen, vor allem, da wir das neue Feld einsäen müssen. Also spannte ich die Sämaschine an und fuhr zum Feld. Ich entschied, dass wir auf dem neuen Feld Gerste anbauen würden. Also wählte ich diese Kultur und begann mit der Aussaat. Die Arbeit ging aufgrund der Größe der Sämaschine gut voran. Nach etwa 1 Stunde war ich damit vollständig fertig. Die Arbeit lief heute wirklich sehr gut. Als nächstes plante ich, den Silageverkauf in Angriff zu nehmen. Für diese Aufgabe musste ich die Seitenwände an unserem Anhänger anbringen, was bedeutete, dass wir eine Werkstatt brauchten. Diese baute ich ziemlich schnell. Jetzt konnte ich den Anhänger nehmen und die Seitenwände montieren, um die Silage darin transportieren zu können. Als ich die Silogrube öffnete, sah ich fertige Silage, was bedeutete, dass wir mit dem Beladen beginnen konnten. Allerdings hatten wir nichts zum Laden, also fuhr ich sofort zum Laden, um einen Lader und eine Schaufel zu kaufen. Da wir nicht viel Geld hatten, mieteten wir einen kleinen Lader und eine Schaufel. Nach diesem Kauf fuhr ich sofort zurück zum Hof. Bei meiner Ankunft begann ich sofort, die Silage in den Anhänger zu laden. Das Beladen dauerte nicht lange, vermutlich wegen der geringen Kapazität unseres Anhängers. Nach 10 Minuten war der Anhänger bereits voll. Also setzte ich mich in den Traktor und fuhr zur Verkaufsstelle. Den vollen Anhänger konnten wir für etwas mehr als 2.000 Euro verkaufen. Danach fuhr ich zurück zur Silogrube, um die restliche Silage zu verkaufen. Doch während des Prozesses beschloss ich, den Anhänger zu erneuern, denn mit dem alten hätte es sehr lange gedauert. Stattdessen kaufte ich einen Anhänger für 11.000 Euro, der 8.000 Liter fassen konnte. Jetzt konnten wir viel schneller arbeiten und ich konnte den restlichen Silageverkauf ohne Probleme abschließen. Danach ging ich zur Werkstatt, um den Anhänger für den Transport von Paletten umzurüsten. Am Ende passten 6 Paletten perfekt auf unseren neuen Anhänger. Ich sicherte sie mit Gurten und fuhr zur Sägemühle, wo ich alle Holzbalken für 53.000 Euro verkaufte. Ich war einfach begeistert. Da wir nun so viel Geld hatten, beschloss ich, in den Laden zu fahren, um einen neuen Traktor zu kaufen. Den alten verkaufte ich und bekam dafür etwas mehr als 38.000 Euro. Stattdessen wählte ich einen neuen Fendt, der perfekt für unsere zukünftigen Aufgaben geeignet war. Also habe ich ihn gekauft. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr eine Fortsetzung sehen möchtet, abonniert einfach den Kanal und gebt einen Like. Tschüss, bis zum nächsten Mal.